Reisen nach Thailand. Wie ist die aktuelle Situation in Thailand heute am 6. August 2022? Moin Leute, da ist wieder Mario aus dem wunderschönen Thailand. Beginnen wir zuerst mit Einreise und Aufenthalt. Es gibt aktuell keine Veränderungen zum letzten Video, was die Einreise betrifft. Keine Einreiseverschärfungen aufgrund von Affenpocken und Covid. Dann ein zweiter Punkt, da gab es sehr viele Fragen zum E-Visa bzw. in Thailand. Was kann man tun, wenn man nach Thailand reist und man möchte hier in Thailand seinen Aufenthalt verlängern? Das kann man ja bei der Immigration, das ist euch mittlerweile bekannt, habe ich schon sehr oft angesprochen. Aber für diejenigen, die dann noch länger bleiben möchten, besteht die Option oder die Möglichkeit, über die Grenze zu gehen und im Nachbarsland, zum Beispiel in Laos, dort wieder ein Touristenvisum zu beantragen, damit man wieder einreisen kann. Und ich habe da jetzt mal recherchiert und es gibt da eine unerwartet positive Nachricht. Es ist tatsächlich nach wie vor möglich, in Laos bei der thailändischen Botschaft, ohne dass man E-Visa machen muss, einen Termin zu vereinbaren, um dort ein Visum für Thailand erneut zu beantragen. Warum gab es da in der Vergangenheit Probleme oder weshalb wurde diese Frage sehr oft gestellt? Thailand hat ja das E-Visa-System eingeführt, das heißt, alle, die ein Visum benötigen für die Einreise, die Leute aus Dach benötigen ja keins für 30 Tage und können in Thailand weitere 30 Tage verlängern, aber alle anderen, die länger bleiben wollen, die müssen ja über E-Visa ein Visum beantragen. Und das führt bei vielen zu Problemen und man kann das in der Regel auch nur dort machen, wo man herkommt. Deutsche Deutschland, in der Schweiz geht es auch noch, aber so plus minus aus dem Raum, wo man herkommt. Und jetzt hat man sich natürlich da gefragt, ja wie schaut es aus, wenn ich jetzt nach Thailand reise, dann könnte ich ja theoretisch mich einfach einloggen im System, weil es ist ja alles online, und wieder ein Visum beantragen, aus Thailand raus. Und das geht eben nicht. Weil die App erkennt das, die merkt, dass du nicht dort bist, wo du sein solltest, und du kannst dann zwar die entsprechende Botschaft je nachdem auswählen, die für dich zuständig ist, ist eine deutsche Botschaft, wenn du Deutscher bist, oder ein deutsches Konsulat, und deshalb ist das vom Ausland nicht so einfach. Deshalb gibt es jetzt auch in Laos eben die Möglichkeit, dass man dort direkt wie früher, wie gehabt, bei der thailändischen Botschaft online. Und ich habe das hier noch schnell eingeblendet. Da seht ihr noch die Adresse. Das ist www.thaivisavientiane.com. Dort müsst ihr einen Termin vereinbaren und dann kann man dort ganz normal auch das Touristenvisum beantragen, für die, die rausgehen und wieder einreisen wollen. Ganz wichtig, sie akzeptieren keine Walk-ins. Also die von euch, die einfach vorbeigehen und denken, ja, sie können jetzt da am Schalter wie früher ein Visum beantragen, die werden abgewiesen. Man muss online einen Termin vereinbaren. Dann noch kurz zum E-Visa im Allgemeinen. Diejenigen, die Probleme haben mit dem E-Visa beantragen etc., vor allem die Langzeitvisa, unten in der Videobeschreibung habe ich noch einen Link von einer Visa-Agentur, die das für euch erledigt. Dann, wie schaut es aus mit Zahlen? Beziehungsweise, wer reist aktuell nach Thailand und haben wir überhaupt eine Zunahme an Touristen? Und ja, wir haben eine Zunahme, die Zahlen sind stetig am Steigen. Thailand erholt sich langsam, aber wirklich sehr, sehr langsam. Wir haben jetzt auch eine Statistik von der TAT, der Tourismusbehörde, bekommen. Und die haben jetzt zwischen Januar und Juli 3,3 Millionen Einreisen gehabt. Wir hatten vor Covid knapp 40 Millionen. Also ist noch ein weiter Weg, 13 Mal weniger, das merkt man halt schon massiv, aber immerhin, die Zahlen steigen so langsam. Jetzt auch noch interessant, die 5 Staatsangehörigen, die in den letzten 6 Monaten nach Thailand gereist sind. Erster Platz Malaysia, ist klar, Nachbarsland, viel Grenzverkehr. Zweiter Platz Indien, wir haben aktuell sehr viele Touristen aus Indien hier. Dritter Platz, sehr speziell, Singapur ist auch nicht weit weg, aber trotzdem ist ein relativ kleines Land, ein Inselstaat, aber sehr, sehr viele Leute aus Singapur.
auch eher wohlhabende Leute aus Singapur wahrscheinlich, weil Singapur, ja, wohnen jetzt nicht gerade die ärmsten Menschen dort. Da kommt sicher auch ein bisschen Kapital rein. Und vierter Platz ist Großbritannien. Und fünfter Platz ist Laos. Dort sind es dann wahrscheinlich wieder die Gastarbeiter und auch Grenzverkehr. Komplett verdrängt wurde Deutschland, Schweiz, Österreich und USA ist erstaunlicherweise auch nicht drauf. Also man sieht schon hier eine kleine Verlagerung. Aber das wird sich wahrscheinlich in der High Season dann wieder ändern. Dann werden die Leute aus Europa wieder einen Großteil der Besucher ausmachen. Ja, wir hatten noch ein sehr, sehr trauriges Ereignis, das zurzeit gerade die thailändische Bevölkerung erschüttert. Man sieht es auch überall in den sozialen Medien, teilweise auch mit extrem heftigen Bildern von brennenden Menschen, die aus einer Diskothek herausrennen. Der Vorfall hat sich in der Provinz Chonburi in Sattahip ereignet. Dort hat ein Nachtclub Feuer gefangen. Und so wie es ausschaut, hat dort die Isolation in diesem Club, die Lärmdämmung, hat dann relativ schnell, also wirklich enorm schnell, begonnen zu brennen. Und das ist, wie, also die Bilder sind krass, die man da online so sieht, wie schnell sich das Feuer ausgebreitet hat. Und da sind auch 14 Menschen ums Leben gekommen und sehr, sehr viele verletzt. Und da wird jetzt auch alles untersucht. Und so wie es ausschaut, hatten die Betreiber dieser Disco auch keine Genehmigung und die hätte eigentlich gar nicht offen sein dürfen, diese Disco. Es ist wieder mal ein weiterer Fall von Versagen auf diversen Seiten. Und was das Traurige an der ganzen Geschichte ist, ich habe letzte Woche auch in einem Video, ich glaube, es war auch so ein Infovideo, habe ich gesagt, wenn ihr nach Thailand reist und ihr irgendeine Dienstleistung in Anspruch nehmt oder irgendwo hingeht, einige von euch mögen sich vielleicht noch erinnern, ich habe dort das Beispiel genommen mit einem Bootsausflug, dass man immer auch auf seine Sicherheit achtet, weil das ist jetzt was, was man in Thailand sehr oft sieht, irgendwelche Brückenelemente, die einstürzen, gut, kommt überall auf der Welt vor. Man hat in der Vergangenheit Touristenboote gehabt, die gesunken sind und keine Rettungswesten an Bord haben. Und kaum habe ich das gesagt, in einem der letzten Videos haben wir jetzt hier so einen Großbrand gehabt, wo wieder Menschen ums Leben gekommen sind. Also die Sicherheitsstandards, und das ist ja auch bekannt, die sind halt nicht so, wie viele Urlauber sich das vorstellen. Das ist halt hier einfach so, ist ein anderes Land, andere Sicherheitsbestimmungen, aber man muss sich auch ein bisschen auf das vorbereiten. Also geht nicht immer davon aus, wenn ihr nach Thailand reist, dass hier alles ist wie zu Hause. Und wenn man sich daran hält und ein bisschen die Augen offen lässt, dann kann man Gefahren auch aus dem Weg gehen. Jemand hat mich noch gefragt im letzten Video, ja, wie machst du das, wenn du auf ein Schiff gehst und die haben keine Schwimmwesten? Da gibt es natürlich zwei Optionen. Eigentlich ist es jetzt vorgeschrieben in Thailand, die Schiffe brauchen eine Schwimmweste für jeden Passagier, aber es gibt nach wie vor auch kleine Longtailboote, die haben vielleicht keine, vor allem wenn du privat eins mietest. Und da kannst du auch diese sogenannten Dry Bags mitnehmen. Ich finde die wahnsinnig gut, diese Taschen aus Kunststoff, die du oben so ein bisschen umfalten kannst und dann verschließen. Die haben ja Luft drin, die halten auch deine Kleidung trocken, wenn du dort was reintust, und sie dienen auch als Schwimmhilfe. Klar, ab und zu muss man die dann vielleicht wieder öffnen, wieder frische Luft reinmachen, zumachen. Die Luft bleibt nicht permanent drin, aber ein guter Drybag verschließt relativ gut und kann man einerseits eben nutzen, um Kleider und Gegenstände, Wertgegenstände zu verstauen, dass sie nicht nass werden, aber eben auch als Schwimmhilfe. Dann noch etwas für die Foodies unter euch, und zwar diejenigen, die gerne Suppe mögen. Thailand, beziehungsweise die Suppe Khao Soi, die mehrheitlich im Norden Thailands vorkommt, vor allem im Gebiet Chiang Mai, Chiang Rai, die wurde von einem, ich muss jetzt gerade schnell schauen, Taste Atlas, das ist so eine Food-Bewertungsseite oder eben ein Atlas, sehr bekannt weltweit, wurde diese Suppe zu den besten Suppen der Welt gekürt. Und ich weiß es, viele von euch lieben diese Suppe, ich auch.
Und es ist auch auf jeden Fall empfehlenswert, wenn ihr mal nach Chiang Mai oder Chiang Rai reist oder halt Nordthailand. Hier bei mir in der Region kriegt man die kaum irgendwo. Ist mir jetzt nie aufgefallen, dass man die groß kriegt. Aber ja, diese Khao-Soi-Suppe, fantastisch und hat jetzt auch den Preis dafür erhalten. Dann kriege ich auch sehr oft die Frage gestellt, ja, kannst du dies, das und weiß ich was alles empfehlen? Und ich kann da natürlich einzeln auch darauf eingehen in den entsprechenden Videos, aber ich kenne mich jetzt auch nicht in allen Bereichen so extrem gut aus, dass ich jetzt überall ja, eine professionelle Meinung dazu sagen kann. Grundsätzlich bei Sachen, die Thailand betreffen oder im Zusammenhang mit Thailand sind, habe ich unten in der Videobeschreibung ja entsprechende Links, wenn ich was empfehle und bin dann auch dort in einem Partnerprogramm, zum Beispiel Thai-Sprachkurse und ihr seht dort auch, ich bekomme dort auch Prozente, wenn ihr meinen Code verwendet und somit profitiert ihr natürlich auch davon. Aber ich bin natürlich immer offen, auch andere Sachen anzuschauen oder zu testen. Also wenn jetzt irgendjemand sagt, doch, ich hätte da was, was deine Community interessieren könnte, wenn es mich selber auch überzeugt und ich selber auch nutze, dann werde ich das auf jeden Fall auch mal anschauen und allenfalls vielleicht auch weiterempfehlen. Gut, das war's von heute. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn du magst. Grüße und bleib gesund aus dem wunderschönen Thailand.